Hallo, damit herzlich willkommen einmal wieder zurück zu einer weiteren Folge im Bussimulator 21 mit meiner Wenigkeit. Ich grüße euch. Moin Moin. So, es ist mal wieder soweit. Wir haben eine neue Mission. Ja, gehen wir da nicht auf den Sack. Und zwar Umweltwissenschaft. Ich habe langsam so das Gefühl, die Story entwickelt sich hier zum halben Grünballprogramm. Ne? Aber egal. Ihr seht, eins von vier habe ich schon mal erledigt. Und zwar, da ist jetzt noch viel Geschwätz mit dabei. Die Hippie, Hipster, Öko-Leute aus Daniel Research, wollen irgendwie mehr Umwelt, bla bla, und erforschen. Dafür sollten wir eine Route erstellen zwischen Research, Gold Island und Coyote Bush. Ne? Haben wir getan. Nennt sich jetzt Route 12. Ne? Soweit, so klar, Hauptverkehrszeit ist am Tag, sie ist ausbalanciert, sie kann maximal 8 Busse bedienen, plus 2, also Vollzeitbusse und 2 Nahverkehrsbusse. 30 Minuten angeblich, kriegen wir besser hin, glaubt mir, 16 Minuten. So, jetzt ist natürlich wieder unsere tolle Aufgabe. Wir sollen 30 Leute nach Coyote Bush befördern, also da, wo so gut wie keine Nachfrage hinhängt, geil. Und wir sollen 30 Fahrgäste nach Golden Island bringen. Sobald sollen wir einen zweiten Elektrobus kaufen. So, wir haben elektrobustechnisch gesehen aktuell nur den E-Citaro. Wir haben irgendwas mit BYD, kennt kein Schwein. Und dann haben wir hier noch den Volvo 7900. Und irgendwie ist der Bus noch nicht so ganz fertig, habe ich das Gefühl. Aber er ist noch mit am schönsten. Warum ist der nicht fertig? Der bremst hinten aus irgendeinem Grund nicht. Also der hat keine Bremslichter. 7900 Electric sieht ein bisschen, naja, weiß ich nicht so genau aus, um ehrlich zu sein. Ich meine, ich finde es schön, dass da Lampen und alles so dran sind. Aber irgendwie für Elektrobusse, ich weiß nicht wie alt die Elektroidee bei Bussen ist, aber warum zur Hölle haben die analoge Anzeigen eigentlich noch? Ich weiß gar nicht, wie das im realen Leben ist, da passt ja manchmal nicht alles so zusammen. Ah naja, die werden wir uns auf jeden Fall jetzt hier reinäugeln und werden dann hier auf die Route gehen, die wir da annehmen müssen. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal kurzerhand rausfahren, wenn es geht, ohne hier irgendwas zu treffen. Das Ding kostet uns 400.000 Latten, ja. Also nicht, dass er friert. Und jetzt gehen wir zur ersten Haltestelle mit an. Und das ist hier, den müssen wir mal kurz gucken. Das ist Park Place Driver. Bläh. Und zwar ist das der schön. Das heißt, wir gehen hier kurz rein in eine Schnellreise, weil da in Form war es definitiv nicht. Das dauert ja ewig 90 Tage. Sehr schön. Drücken einmal hier rein, gehen hier rein, gehen hier rein, gehen hier rein. Nimm uns einen Volvo 4900 Electric. Und sind auch hier dementsprechend mit dabei. Stehen wir gerade da. Haben wir alles perfekt gemacht. Freut mich. Steigen Sie bitte ein. So, ihr seht, Licht und Co. ist ja hier alles an. Schick schön. Ebenfalls diese Lichter, weil mehr kann ich ja nicht dazu schalten. Die Lichter da unten gehen aus irgendeinem Grund nicht. Blinker und so weiter und so fort, die funktionieren hier soweit auch. Was halt offiziell nicht funktioniert. Ja, schönes Gebiebe. Was halt hier offiziell nicht funktioniert, ist, wenn ich ja Gas gebe, ja, schalten. Wenn ich ja Gas gebe und bremse, ihr seht, es gibt keine. Ich habe meine Fahrkarte in meiner anderen Hose vergessen. Ja, es gibt keine Bremslichter. Ich meine, wir sehen das eh nicht, weil wir ja im Innenbereich sind. Aber der hat hinten einfach, also beim Bremsen hat er halt einfach kein Bremslicht. Also, ja. Ja, ja, die neuen E-Busse sind so leise. Ja, ja. Und so umweltfreundlich. Ja, ja, ich weiß schon. Ah, jetzt käst mich doch damit nicht zu, bitte. So, Fahrkartenkontrolle. Oh nein. Ja, ja. Ich möchte mehrere Fahrkarten kaufen. Ach, das auch noch. Eine normale Fahrkarte hätten sie gerne. Eine E-Fahrerfahrt und das mal drei. Gottes Willen. Aber immerhin passend. Freut mir. Aber immerhin piept bei Volvo noch was, wenn die Türen zugehen. Das hat man ja bei den E-Citaro nur wiederum gar nicht mehr gehabt. So, ansonsten, ja, schöner Volvo. Mahlzeit. Ja, Main Tray Avenue. Wir haben 16 Haltestellen. Wir haben auch mehr wie diese drei Orte, die wir miteinander verbinden sollten. Weil ich brauchte für eine ausbalancierte Route, musste ich noch diesen wunderschönen Haltestellenplaza da mitnehmen in der Mitte. Ihr erinnert euch, ne? Wo die Haltestellen aller 5 Meter auseinander sind. Das habe ich gebraucht, um einmal eine ausgeglichene Route noch zu bekommen. Dass wir hier im Optimal. Hallo, hallo, hallo. Dass wir das heute hier, also dass die Dings im Optimal im Falle halt ist. Ne?
Es gibt auch bald Zahltag 48, wie ihr seht. Das freut mir auch wieder sehr. Wir haben 1 Minute 29 noch Zeit. Umso schöner ist das Ganze. Bushaltestelle kann geupgradet werden. Das freut mir. Den Frontsonnenschutz möchte ich momentan nicht runternehmen. Sind sie alle eingestiegen? Das freut mich natürlich sehr. Und wir haben jetzt genau 3 Typen hier drin, oder? Ne, 4. Fahrkarte. Moment. Danke. Hier? Ja. Hier ist die Fahrkarte. Ja, hier, bitte. Ja, die Hippies haben alles dabei. Das freut mich. Ein Hoch auf den Kapitalismus. Es läuft. So. Kriege ich bitte mein Blinken? Nein. Dann kriege ich halt kein Blinken. Ist okay. Das ist okay. Die größte Strecke. Also wenn wir hier mal kurzerhand durchsehen, geht es eigentlich auf dem Highway drauf. Wo bemerkt auf das Wort eigentlich. Ja, das war mir wieder klar. Wir sind der letzte Haltestelle eingestiegen, jetzt hier schon wieder der Rampe haben wollen. Die paar Meter hätte mal laufen können. Zahltag, Mahlzeit. Route 11, Route 12. Ja, ne, erstmal kriege ich meinen Gehaltscheck, ja. Ihr seht, die Route 9 und die Route 12, die hier momentan noch nicht ausgelastet war, haben jetzt, glaube ich, bekommen. Ihr seht nämlich schon, es gibt mehr Kohle. Denn ich habe nochmal einen neuen Bus mit draufgesetzt. Normale Fahrkarte, einfache Fahrkarte 2 hätten sie gern. 4,40 Mark, da kriegen sie einfach 60 Fänge. Danke. Wieder und gehen mir nicht weiter auf den Sack. So, und sie wollen alle keine Fahrkarten, das ist sehr nett. ZU rein. Wir nehmen das Ganze hier rein und machen kurz eine Fahrkartenkontrolle. Hier ist sie. Danke. Moment. Na klar, hier, bitte. So, guten Morgen. Na, dass wir hier auch mal aufwagen. Auch alle die wildesten Frisuren hier. So. Ey, komm, ich hab geblinkt. Jetzt gib mir auch bitte den Punkt. Dankeschön. Bitte einmal zufahren. Nächste Haltestelle, West Grove. Wo das auch immer ist. Ach, das ist jetzt Highway. Okay. Das ist jetzt Golden Island. Also wir fahren dann hier raus, fahren auf dem Highway und fahren Richtung Golden Island. Ist die schnellste Verbindung, die wir hier insgesamt so haben. Na, ist ja ganz klar. Und auch dieser Volvo, heilige Scheiße, die Busse, also die E-Busse ziehen an. Das ist echt krass. Das muss man wirklich sagen. Das wurde auch relativ gut umgesetzt hier. Ich sage extra relativ, weil ich war noch nie in den E-Bus, keine Ahnung, wie die Dinger anziehen. Aber ist ja generell bei E so, ne? Die ziehen halt erstmal, weil halt kein Widerstand, ne? Du drückst drauf und hast sofort 100% Leistung. Das ist echt nicht mein Wetter. Warum denn? Ist so schön sonnig. Passt da alles? Was habt ihr? Das ist ein Problem. 100 km/h haben wir jetzt schon. Läuft und ich hätte hier runtergemusst. Das war knapp. Das war sehr knapp. Ich habe vor ein paar Tagen eine neue Stelle im Viertel von Denali Research angetreten. Ja. Also du bist offiziell zum Hippie geworden. Das freut mich doch. So, war jetzt sehr knapp, aber immerhin. Hier geht es dann auf den nächsten Highway drauf. Bis wir dann hier vorne einmal wieder auf Golden Island zurückkommen. Da lässt mir hoffentlich... Ach Gott. Das sieht immer so lahm aus. Ja, jetzt wird natürlich wieder... Ne, geblinkt, obwohl gerade ausgefahren. Nee, ich habe mich rechts eingeordnet spielen. Aber hey, ist okay. Verkehrsregeln kennt ihr nicht. Ist ihr. Und dann sind wir schon in Golden Island. Eine halbe Stunde für die Strecke. Hör auf. Machen wir den mal im Ansatz hier. Ja. Und wir halten uns ja auch größtenteils an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ne? Ich wurde bis jetzt noch nicht einmal geblitzt. Oder habe irgendwie eine Strafe bekommen. Wegen zu schnellem Fahren. Also gar nicht. Ne? Sehen Sie, was halt mal ist. Ich bin zu früh. Ne? Ja, das war jetzt aber mal wieder ein... Manchmal frage ich mich, wie sich das hier zusammensetzt. Ne? Ich glaube, das war dieses akut schnelle Gefahr auf den Highway. So. Deswegen. Ja, das geht jetzt hier relativ schnell. Wir machen jetzt nur die... Naja, wenn man auf die Karte guckt, eher gesagt die Ostküste von Gold Island. Ne, oder das die rechte Seite. Moin Meiste. Das wäre ja mal schön, wenn das alles Fahrgäste... Ah Gott, wenn das alles Fahrgäste wären. Das zählt noch als mehr oder weniger gute Parkposition. Na gut. Haben wir ja nichts dagegen. So, Fahrkarten bitte. Dankeschön. Einmal die Fahrkarte. Dankeschön. Ja. Karte. 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 Na klar, hier. Wahnsinn, mal keine Schwarzfahrer hier, ist immer ganz was Neues. So, halten Sie ein, die Damen. Und latscht mir bitte nicht gegen den Bus.
Das wäre sehr wundervoll. Island Inn. In 5 Minuten. Wir haben jetzt ein Zeitfenster von 5 Minuten? Okay, gerade eben hatten wir da irgendwas mit 2 Minuten. Wir haben da jetzt nicht... Alter Schwede, fahrt dazu. Ey, das ist aber grausam. So, jetzt geht ja nichts mehr voran, ne? Ich überhole hier. Ah, das geht. Ja, man muss den Bus ein bisschen einschätzen von der Länge her. 5 Minuten für das kleine Ding da hinten. Weiß ich nicht. Manchmal echt komisch, wie der das plant. Aber wir sind generell ein bisschen zu früh. Das kann natürlich schön aussehen. Ja, aber ich wollte sagen, geben Sie mir den Blinkerbonus. Ich brauche Gehaltszahlung. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie viele Busse wir A noch kaufen müssen und B, wie teuer die dann irgendwann nochmal sind. Weil wir haben ja auch E-Gelenk. Oh, das war so eine. Ne, das war dieser Straßenkegel, der da auf der Dings lag. Weil wir haben hier noch E-Gelenkbusse. Und keine Ahnung, was die kosten. Ne? Vor allen Dingen bin ich mal gespannt, ob die funktionieren oder ob die das gleiche Problem haben wie dieser eine MAN-Erdgasbus, der einfach mal immer wieder umgekippt ist. Das hatte ich, glaube ich, nie in der Folge gesehen, aber grausam. Da hat es irgendwie den hinteren Teil, da war da irgendwie defekt oder hat es hin und her geschoben. Also, ich weiß nicht, was da wieder für ein Problem war. Natürlich braucht der Herr jetzt wieder die Rampe, sehr schön. Da haben wir schon mal 30 Fahrgäste nach Golden Island gebracht. Das ging schnell. Ach Gott, wir haben auch noch einen Rollstuhlfahrer hier, den müssen wir auch noch bedienen, ne? Ich sag's nochmal. Danke. Bitte. Hi. Eine Fahrkarte bitte. Jetzt ja auch noch. Ja, ja, Sie kriegen Ihre Rampe, machen Sie den Kopf zu. Da sind wir bei 3, 2, 4, 6, 7. Danke. Bitteschön. So, haben wir's, freut mich. Kurz die Bretter hier zu. So, dann fahren wir natürlich auch noch die Rampe aus, weil wir so ein netter Mensch sind. Gibt nämlich mittlerweile, man mag es kaum glauben, 3 Minuspunkte, wenn wir einen Rollstuhlfahrer nicht mitnehmen. Also, ein Rollstuhlfahrer nicht mitnehmen, sind 3 Minuspunkte. Einen normalen Fahrgast nicht mitnehmen, ist 1 Minuspunkt. Das ist positive Diskriminierung, würde ich sagen. Aber egal, soll mir egal sein. Ist mir nur mal so just vor Geige aufgefallen. Ich hab geträumt, ich muss doch raus. Ja, das sah auch sehr gut aus. Du willst jetzt hier raus, ist das... Ich hafte für nix. Ich hafte original für nix. Gut, machen wir kurz die Ladung an, ist nämlich ein bisschen heiß. Und dann geht's jetzt nach Coyote Bush Nord. Ne, da decken wir auch nur die rechte Seite ab. Also ich fahre da jetzt keine Spirenzchen da hin und her oder so, da habe ich gar keine Lust drauf. Aber ich sehe schon hier, also auch wenn wir nach Golden Island, das sind keine 30 Fahrgäste, ne? Ich sehe schon wieder kommen, wir müssen die Route hier öfters fahren. Ich meine, wir sind extrem gut in der Zeit, holy shit. Mit meinem Anfangsgelaber noch dazu. Ne, wir haben jetzt gerade mal 12 Minuten so ungefähr auf dem Tacho, 13 Minuten auf dem Tacho. Ja, das ist entspannt. Liegt aber halt auch echt an den Highway, muss man echt sagen. Der erspart uns eine ganze Menge Zeit. So, ja, Entschuldigung, müssen bitte eher abbremsen, es tut mir leid. Das ist, die Haltestellen kommen auf einmal hier so schnell, da blickt man am meisten nicht durch. Aber ich fahre extra ein bisschen weiter hin. Dass ihr nicht auf die blöde Idee kommt, hier vorne irgendwie einzusteigen und mir auf den Sack zu gehen. Ne, muss man auch dazu sagen. So. Genau, da geht's nämlich jetzt hier runter. Wissen wir ja, hier vorne, ne, oder war das hier irgendwo? Da war das, ne? Hätte man nach drinnen gekonnt. Das lassen wir jetzt alles aus. Wir bleiben auf der rechten Seite. Wir haben dann aber halt auch nur 3 Haltestellen. Also, wenn dann jeder, ja, 10 Mann ein, 10 Mann aussteigen, wird es, oder 10 Mann einsteigen oder aussteigen, je nachdem. Wird das wiederum passen. Aber ich sehe schon, das wird hier nichts, weil hier gibt es halt so gut wie keine Nachfrage. Ja, jetzt mal erst wieder hier. Warten Sie kurz. Mal aber kurz die Rampe runter machen. So, aber hier als Rollstuhlfahrerin ist aber auch, ich nenne es mal, gewagt. Ja, sehr gewagt, aber... Soll mir bekanntermaßen egal sein, weil wir Zeit haben, eine kleine Fahrkartenkontrolle, bitte. Klar, hier. Na klar, War mir doch klar. Das war mir doch klar. Dass da wieder nichts raus wird hier. So,
So, 3 Minuten 32, 5 Minuten wieder, okay. Warum kriege ich denn hier nichts mehr? Ich hätte gern mal wieder hier aus der Haltestelle rausgeblunken. Ne? Das wäre doch mal schön. Aber Schlüppler waren wir zu weit draußen. Kling! So, was ist das nächste Sunshine-Referat? Das ist das hier. Ah, dann. Und der nächste Rauschefahrer. Naja, immerhin. Wenn man weiß, dass es kommt, können wir ja mal den machen. Ja, den absenken hier. Perfektes Timing. Ja, 4 Minuten zu früh ist richtig. Das verstehe ich auch unter perfektes Timing. Jetzt lass mich raten, Sie wollen eine Fahrkarte? Nee, wollen Sie nicht. Ach, oh nee. Ach komm. Nicht dein Ernst. Wie lange brauchen Sie denn, um ein- und auszusteigen? Gott bewahre noch eins. Moin moin, Meister. So, Karte. Kann ich die eigentlich hier so zumachen? Kann ich nicht. Hier, bitte. Ah, wieder mal. Hier. Aha. Na klar, hier, bitte. Als hier. Ich hab sie doch schon gesehen. Ja. Ich kontrolliere so oft wie ich will. So, schön. Weiter geht's. Na? Ja, nö. Keine Chance, hier Punkte zu kriegen. Ach, grausam. Gut, dann sind wir nämlich hier durch und man sehe an, wir haben keine 30 Fahrgäste geschafft. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Gut, dann müssen wir die Route nochmal fahren. Aber kein Problem. Wäre aber auch zu einfach gewesen. Ne? Das wäre einfach zu einfach gewesen. Vor allen Dingen, ich muss hier nochmal Werbung auf den Bus drauf klatschen, fällt mir gerade wieder ein. Habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Ach, das ist aber hier eine sehr enge Kurve. Ach ja, wir fahren jetzt ja hier direkt wieder auf dem Highway drauf, oder? Genau, wir fahren jetzt einmal wieder Highway runter. Ja, das Einordnen üben wir nochmal. Ganz schwierig, also hier das Beschleunigen. Da ist wohl jemand unterwegs eingeschlafen, das freut mich. Wir fahren jetzt erstmal auf den Highway wieder zurück. Fahren dann in den Armenviertel, glaube ich, runter. Also hier vorne gleich. Und fahren dann einmal kurz die 4 Haltestellen ab. Und dann hat sich das auch erledigt. So, ich müsste dann einmal hier rein. Sehr freundlich. Blinkt man nicht so lange, nicht, dass das Spiel wieder denkt, wir fahren geradeaus. Ne? Ganz klassischer Fall. So. Oh, ein bisschen aufpassen hier. Das fühlt sich alles ein bisschen enger an. Aber seht ihr, wie das Ding hier beschleunigt, selbst auf Anhöhungen? Das ist schon krass. Die E-Busse haben echt Power. Das merkt man. Merkt man auch in der Zeit, da liegt man nämlich sehr gut. Alles klar, hier ist. Hier ist Blitz. Ne, startet. Start schon, das wäre Blitzer. So, meine Herrschaften, fahren Sie bitte zu. Ich will hier gerne noch bei Grün drüber, denn ich bin auch eher rechts, ne? Also rechts fahren. Ganz klarer Fall. Deswegen nochmal kurz die Hupe betätigen. Es wird gelb, es ist egal. Wir sind rechts Gefahrer und deswegen dürfen wir das Ganze auch. Einmal bitte. Dankeschön. So. Schön, auf einmal kriegen wir hier unsere ganzen Blinkerbuddies wieder. Freut mich, sobald man mal engere Kurven hat, ne? War nicht hier eine Haltestelle? Ah ja. Ach ne, wir sind, das ist noch hier, stimmt. Ich habe hier noch ein paar Haltestellen dazugelegt, dass wir den Ausgleich kriegen. Zahltag 49. Wuhu. So, gefahrene Route 12. Das freut mir. 999, also wir haben irgendwie noch eine 9er Route, die nicht abgedeckt wird, gibt aber Schlimmeres, sind wir noch 118, wa? Ne, sind diesmal noch 114, ist auch okay. Dit ist auch okay, nehm ich auch an. Das hoffe ich doch für Sie, ne? Haben wir eh noch keine Zeit, eigentlich haben wir Zeit zu kontrollieren, wir sind 6 Minuten zu früh. Ganze 6 Minuten. Kling! So. Zwei ganze hier. Sind wir hier schon mal mit dem Dings lang gefahren? Müsst ihr, ne? Kommt mir alles etwas Dings zu fahren. Och, die Rampe bitte. Och, meine Gott, Mama. Warten Sie bitte kurz. Ja, ich kann die Rampe nicht ausfahren, weil wir zu nah am Bordstein stehen. Halten Sie mal kurz die Luft an. Die Tomatenpflanzen auf meiner Fensterbank sehen nicht gut aus. Ich sollte Opa mal deswegen fragen. Ja, frag deinen Opa mal. Vielleicht hat er ein bisschen mehr Ahnung von Gärtnerei wie du. Hi. Mahlzeit. Fahrkarte, müssen Sie was sagen. Seniorenkarte, Wochenkarte und diesmal 2 hätten Sie gern. Ja. 50 Öcken ist auch für Rentner ganz schön viel, du, ne? So. Lied,
Kontrolle. Ist super. So ein Aufwand. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? So oft wie es geht, moin. Ich hab sie doch schon gezeigt. So, der Opa ist auch wieder aufgewacht. Jetzt wollen wir mal kurz gucken, dass wir hier rumkommen. Ja, klar. Chinesisch klingt lecker. Ja. Bis gleich. Bis gleich. 7 Minuten zu früher. Wahnsinn. Ah, jetzt kommen wir an diese Hippie-Gegend. So ein nahtloser Anschluss, wie ich ja gerade sehe. Ich glaube, hier hinten waren wir noch nie lang gefahren, ne? Oha. Wollte gerade sagen, da sind wir kurz über die Highspeed-Dinger da. Die kommen aber auch aus dem Nichts, ne? Also... Da hast du keine Chance, da irgendwann mal was kurz zu machen. Boah, Alter, Schlaglöcher. So. Das ist kein Problem. Steigen Sie ein, steigen Sie aus. Wir fahren jetzt hier im Kreis. Ne? Also wer keinen Bock hat zu laufen, einmal einsteigen. Wir halten in 5 Minuten wieder an. So. Ja, da wird auch schon wieder die Taste gedrückt. Ich nehme lieber das Fahrrad, vor allem bergab. So. Das sind echt lose Haltestellen hier in meinen Augen. Danke. Das macht das Aussteigen viel einfacher. Das sag ich auch, meine Dame. Mein Gott, fast 50. Zahltag. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. 3 Mann steigen ein. Das sind jetzt auch die einzigen 3 Mann, die hier drinnen sind. Und wie ich das Ganze kenne, werden die auch ab der nächsten Dings wieder aussteigen. Ja, da bin ich mir da ziemlich sicher. Kling, da wird auch schon wieder die Taste gedrückt, also sprich einer von den 3 steigt definitiv wieder aus. Oh, jetzt fahren wir schon wieder die Rampe, oder mach ich halt mal hier ein bisschen Abstand, weil sonst sehe ich schon wieder, dass die Rampe nicht funktioniert. Jetzt sind wir zu weit entfernt, aber naja, das wäre nichts. So, wer steigt aus? Alle 3 steigen wieder aus. Original. Wie ich es gesagt habe. Ein Wahnsinn. So, was ist denn jetzt hier mit den Herren? Kommt der? Kommt der nett? Oder? Also die Rampe ist voll ausgefahren. Aber ich glaube, hinter... Komm. Gut, war das erste, das letzte Mal, dass ich hier der Rampe ausgefahren habe. Gibt bestimmt leider wieder Anschiss, ne? Weil irgendwas hat bestimmt wieder nicht hingehauen. Hier, das ist immer, diese Kreuzung hier ist dermaßen grausam. Sieht ihr, wie der zuckt? So, sehr schön. Jetzt haben wir den eh. Und jetzt haben wir hier noch. Aber man sieht durch die Hupe, es tut sich was. Man muss halt immer noch ein Bild. Ist unter uns gerade keiner, das passt. Es ist so grausam. Du hast bist an der Bushaltestelle offiziell vorbeigefahren. Ja, zeig mir mal eher. Ja, das ist doch die Haltestelle. Bitte alle aussteigen. Genau, das ist die Endhaltestelle hier. Ich bin noch nicht an der Haltestelle vorbei. Der hat es scheinbar gar nicht gezählt, wie es aussieht, aber ist okay. So, eine Effektivität von 100%, meine Damen und Herren. Von 100%. Sehr gut. Da will mir doch einer noch mal was sagen. Das ist mal eine sehr effiziente Route. Hard Plaza Drive. So, da müssen wir jetzt einmal hin. Haben wir genau 1 Minute Zeit. Wir sind in den absoluten Wirrwarr hier. Wo wir jetzt erstmal irgendwie wieder hier rauskommen müssen. Ach, du Heimatland. Das wäre fast schief gegangen. Ich habe schon die minus 20.000 auf dem Bildschirm gesehen. Gottes Willen. Wir müssen jetzt erstmal hier irgendwie raus. Und müssen jetzt hier erstmal irgendwo die Starthaltestelle finden, ne? Das ist ja hier... Ach Gottes Willen. Warte mal, ist das hier irgendwo? Scheint mir so, ne? Ja, hier ist die 1. Gottes Willen. Ja, und jetzt geht die ganze Route halt nochmal von vorne los. Denn wir müssen ja bekanntermaßen... diese Leutchen da noch mit hintransportieren. Und jetzt machen wir... Ich wollte... Ja, sie blockieren nicht nur die Tür, sie blockieren die Tür. Wir machen jetzt Folgendes. Ich fahre das Ganze jetzt erstmal hier nochmal das zweite Mal ab. Weil das ist jetzt exakt die gleiche Route. Wir fahren ja nicht mehr rückwärts. Hätte ich Ping-Pong machen müssen. Dann hätte man das so geschafft. Aber dann wäre es, glaube ich, wieder mit der Zeitvorgabe zu schwierig gewesen. Deswegen machen wir das erstmal so.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge in aller Ruhe. Haben heute mal keine 40-Minuten-Folge. Ist, denke ich mal, auch okay. Na, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, alle Renne. Tschüssikowski. Tschüss.